Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier ein Eicher Wartan euch heute hier vorstellen. Ja, der Mod ist leider nicht logfehlerfrei. Er hat hier einen Logfehler und ja, er hat keine Pflegebereifung. Ja, werde ich euch dann auch gleich dann hier natürlich zeigen. Das Besondere dabei ist, wir können hier uns einen MF hier auch, ja, raus herstellen irgendwie. Ja, wir sehen es dann gleich dann. Ja, das gute Stück kostet hier 18.952 Euro und Miete sind wir bei 966. 80 PS haben wir in Leistung. Entsprechend hier 59 kW manuelle Schaltung. Ja, und 100 Liter Kraftstofftank, 32 km auf Straße und 4,2 Tonnen. Wir können hier vorne uns jetzt hier... Also einmal hier geht der Auspuff nach unten, komischerweise, ja, ist das genau. Und dann haben wir vorne ein Frontgewicht von 900 Kilo. Dann hier vorne, also wie wir sehen, hier eine Fronthydraulik. Zapfwelle auch hier, wie wir sehen, ist elektraulisch. Über eine Elektraulik, also wäre das hier also angetrieben, nicht übers Getriebe. Dann... Katze ohne, dann haben wir hier, wie wir sehen, hier Auspuffvariante 1, dann ist hier die 2, was ich auch komisch finde, wenn man jetzt hier da was macht, dass das dann hier, also sich da ändert. Ist ja meiner Achtung ein bisschen eigenartig. Ja, dann haben wir also wieder hier, also Auspuffvariante 3, da haben wir so komisch wie in Y geht das ja. Und dann die Auspuffvariante 4 sieht, finde ich, auch ganz cool aus mit dem Turbo. Aber da haben wir ja hier leider hier keine also PS-Leistung her. Und mir kommt vor, da fehlt hier auch die Textur, weil es so weiß ist. Können wir mal schauen. Wir sehen jetzt hier einmal hier unsere Lok, sehen wir hier. Da haben wir hier Aeros drin. Ja, mit dem Smoke, also 6x6 matt. Dann hier haben wir, wie wir sehen, hier lauter Warnings. Und dann hier ist Aero drin wegen den Drelleborg-Reifen. Das ist dann wahrscheinlich der Pflegereifen, was hier nicht also dann da ist. Dann kommt das gleiche noch einmal, wie wir hier sehen. Ja, also die Lok ist hier relativ, also sehr, sehr, also... schlecht, sage ich mal so her, deswegen habe ich euch gleich auch gesagt gehabt, weil ich es gesehen habe, dass der hier nicht lokfehlerfrei ist. Dann sind wir wieder auf Anfang an. Ich denke, wir lassen den geilen, also ausprobiert mal daher. Dann haben wir einen Reifenhersteller, wie gesagt, also in Drelleborg. Da haben wir jetzt hier die Standardbereifung. Dann gibt es das Ganze mit Radgewichte. Da können wir mal schauen, ob man die Radgewichte auch ein bisschen einwerben können, aber glaube ich kaum, weil wir haben hier schon beige. Gehen wir mal hier eher also Designfarben mal auf grau. So, und dann gibt es das Ganze einmal mit Breitreifen, Radgewichte, dann die Zwillingsbereifung wäre jetzt hinten, aber er hat jetzt keine. Jetzt kommt die Zwillingsbereifung hinten. So her, wir hätten da vielleicht zwei Stück an der Anzahl. Dann, ja, halt könnte man ja uns auch so hinstellen, also als Unfall, weil da, wie ich gesagt habe, das fehlt uns hier die Pflegebereifung. Dann kam ja schon, ja, wie man sehen, hier wieder hier diesen Fehler hier daher mit den, ja, wenn man hier so ja, sich anschaut, kommt wieder hier der Fehler. Also, wir haben hier also ein Problem mit die Pflegereifung. Dann gibt es hier also einen Reifenhersteller für uns hier den Eicher. Dann ist auch Breitreifen. Zwillingsbereifung hinten steht hier, aber wir haben ja keine Zwillingsbereifung. Also Zwillingspflegebereifung wäre das. Also dann hier die normale Zwillingsbereifung. Dann haben wir das gleiche Problem noch einmal hier mit also die Pflegebereifung. Deswegen finde ich es irgendwie schade. Also wie wir mal hier sehen, er ist ja das höher jetzt auf einmal. Kommt vor, er hängt in der Luft. So ist jetzt unten. So ist er jetzt oben. Da kommen wir jetzt auch gleich hier, sehen wir das noch besser. Her.
Jetzt ist er unten. Jetzt aber da oben irgendwie. Tja. Ich finde das jedenfalls sehr interessant, das Ganze. Ja, ich denke mal, wir gehen hier auf, also in Drelleborg her, also so her, gefällt er mir eigentlich am besten. Dann haben wir also Design. Hier sehen wir hier immer mit Überrollbügel. Dann gibt es das Ganze hier einmal mit, also Fritz Meier Kabine. Hier bei denen hier funktioniert das Simplicity dabei. Dann gibt es hier offener. Dann gibt es hier also die Kabine. Die können wir, habe ich nicht gesehen, dass man die zumachen kann. Vielleicht sollte das über so eine Art Gransteuerung oder irgendwas hier funktionieren. Weil man kann also über die Maussteuerung die Armlehnen hier an der Seite links und rechts kann man rauf und runter fahren. Bei anderen hört man nur ein Geräusch, aber man sieht keine Animation. Dann sehen wir hier natürlich. Hier, da steht auch irgendwas über den Dach Easy oder was das heißen soll. Das Baujahr 1965. Dann wieder das Cabrio. Wir können mal das hier so nehmen. Oder nehmen wir hier nochmal. Ah ne, wir nehmen die mal so genau. Dann haben wir hier Mix Design. Haben wir eine Bank. Das sollte man hier nicht bei der Kabine jetzt nehmen. Das sollte man hier entweder so nehmen. Mal Bank 1, Bank 2. Und da könnte man jetzt dahergehen. Also, den, wenn man die Bank unbedingt haben möchte, den sich so kaufen. Ist meine persönliche Meinung. Aber um ehrlich sein, ich würde den Mod mir erst nehmen, wenn der hier lockfehlerfrei wäre. So. Dann gibt es hier unten noch eine Frau vorne drin. Da kann man sicherlich öfter hier so ein Pin-Up-Girl auf dem Kühlergrill. Dann natürlich haben wir also Hauptfarbe hier wählbar. Also ich würde den nie so kaufen. Um ehrlich zu sein, das ist also ein richtiger Fan. Der kauft sich den so, wenn es so weit weiß, natürlich in die Originalfarben her. Da kann man jetzt hergehen. Jetzt zum Beispiel hier. Wo war das jetzt? Der Eicher. Ja, da können wir uns jetzt hier noch mit den gleichen Sachen hier sich hier ein MF hier natürlich noch zusammenschustern. So her, also das kann man so her machen. Dann Felgenfarbe, also ein MF, da hätte ich graue Felgen natürlich nehmen. Mal schauen, was man hier machen kann. Das habe ich bis jetzt noch nicht also feststellen können, was man jetzt hier natürlich für Farben, wo man die herkriegen. Ah, das dürfte vielleicht für die Kabine sein, vermute ich mal. Ah, genau, ja, Kabine, wie ich recht hatte. So. Könnte sie jetzt den so kaufen. Sagen wir mal so. So. Jetzt gehen wir mal so her. Und da können wir nochmal uns hier schauen. Da haben wir jetzt hier den. Da kann man jetzt mit der Maus. Man sieht hier, man hört hier, wenn ich mit der Maus also hier verwende. Was, aber man sieht nichts. Also, das ist schon ein bisschen Gras. Dann hier mit der linken Maus. Wenn man sieht, hier kann man jetzt hier die Armlehnen oben unten schieben. Das sehen wir jetzt hier. Man hört eigentlich nur was. Man sieht aber nichts. Kann man mal also Trick 17. Das sehen wir aber auch nichts. So. Keine Ahnung, was das eigentlich dann sein soll. Und jedenfalls ist das, glaube ich, hier irgendwie, da tut sich nichts. Können wir nochmal probieren. Jetzt sind wir in Kontrollgruppe 2 drin. Vielleicht ist das aber noch von einem anderen Mod heraus. Es gibt also Kabinensteuerung-Gruppe ist jetzt hier die 1. Luftfilter, okay. Sehe aber hier eigentlich nirgendwo einen Luftfilter.
können wir nochmal hier probieren. Da tut es jetzt wirklich nichts. Naja, dann lassen wir es damit, um ehrlich zu sein. Wir machen mit denen jetzt hier uns einen Attacher-Test. Finde den, um ehrlich zu sein, wenn er jetzt nicht die Lockfehler hätte, so her. Ja. Coole Mod. In 19er verwende ich das selber, aber das ist immer schon mal hier schon mal ein Problem. Vorne mit der Frontelektro, jetzt haben wir kleine Reifen drauf. Und vorne der Unterlenker geht nicht weit genug runter. So. Vor ich es nicht vergesse, also der Mod ist nicht für die Konsolen hier verfügbar. Hinten sehen wir, passt das, vorne passt das nicht. Stellen wir hier hinten hin. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier haben im Angebot. Jetzt haben wir hier den Simplicy. Wie wir sehen, haben wir ja die Punkte da. Das ist jetzt nur für die Fritz-Meyer-Kabine. Jetzt sind wir hier. Metall ist schon mal animiert. Da sind wir hier, vorne passt das. Ich finde wirklich, der Mod ist cool gemacht, aber halt schade halt, dass der nicht lockfehlerfrei ist. Und natürlich, dass das mit den Reifen her passt. Da steht ja Zwillingspflegebereifung, es sind keine Zwillingspflegebereifung da. Da sind keine Pflegebereifung da. Ich weiß ja nicht, wie die Leute den Mod testen. Jetzt sind wir hier, der Kugelkopf ist so tief. Schade. Schauen wir uns das hier an. Passt auch. So. Stellen wir mal auf die Seite. Jetzt gucken wir uns jetzt hier den mit dem Fritz-Meyer-Verdeck an. So, da haben wir uns hier vorne den einen hier hingestellt. Da sehen wir jetzt dann auch natürlich hier das mit dem Simplicy, mit den Funktionen. Da geht es wieder mal nett, weil man die Kollision hat. So, jetzt können wir sehen, funktioniert es. Das hier passt. Bei dem probieren wir jetzt nochmal das aus, wegen den, wegen der Steuerung. Ich muss Motor starten. Ah, okay. Da kann man jetzt hier mit der Maussteuerung, mit beide, hier rauf und runter machen. Das haben sie nicht in Simplicy gemacht. Deswegen haben wir da nichts gesehen. Das finde ich schon mal ganz gut. Jetzt gehen wir mal in die Außenansicht mal ran. Da kann man mit der Maussteuerung, wie wir also jetzt sehen, hier die Tür auf und zu machen. Deswegen habe ich das nur gehört. Die Armlehnen. Ja, aber dass die anderen Sachen das mit Funktion da sind, das verstehe ich in dem Fall nicht. Warum ich jetzt beispielsweise hier nicht die Türen aufmachen kann. Da habe ich jetzt den Button von Simplicy dran. Das ist jetzt nur wegen den, also Fritz-Meyer-Verdeck. Ja, das finde ich wirklich ein bisschen schade, dass das also gewisse Sachen nicht also funktionieren. Also bei anderen. Das ist das, ja, wie soll ich sagen, das finde ich wirklich traurig. Eigentlich was halbs gemacht, würde ich mal sagen, auf die Richtung.
Dann ist auch kein Wunder, dass man ein bisschen irritiert ist, muss man auch noch dazu sagen. So, wir haben jetzt das alles uns angeschaut. Jetzt machen wir hier unser Lichttest. Da müssen wir uns mal überlegen, welchen wir nehmen. Ja, dann nehmen wir hier den. Da können wir uns auch noch mal eine kleine Probefahrt machen hier über unser Silo. Animiert. Ich finde den Mod ganz cool, außer halt natürlich die Fehler, was der hat. Nehmen wir jetzt hier den, also Böttinger mit der Tandem-Achse, weil haben wir hier genug Power nochmal drin. So, dann sehen wir hier nochmal ganz deutlich diesen Fehler. So, jetzt gehen wir hier gleich in die Nachtschicht rein. Also, wie gesagt, also ich finde das irgendwie ein bisschen schade, dass gewisse Sachen dann da nicht auf andere Optionen funktionieren, dass das da nicht verbaut worden ist. So, Blinker, wie wir sehen, ja, funktioniert. Arbeitslicht ist hinten mit Nummer 5. Vorne ist das mit Nummer 6. Einmal F geschalten. Zweimal, dreimal, viermal. Jetzt gehen wir mal in die Innensicht mal rein. Da sehen wir, haben auch Blinker-Kontrolllampen, ist Warnblinke, Blinker links. Da haben sie ein bisschen einen Fehler gemacht, also dass beide Kontrolllampen angehen. Blinker rechts. Ach, sollen beide sein? Okay, schon komisch. Also mir wäre es eigentlich normal logisch, wenn ich jetzt Blinke links, dass nur die eine Seite geht und dann die andere Seite geht. Wenn ich Warnblinke mache, dass dann alle gehen. Aber was ist schon logisch. So, jetzt sehen wir hier. Also Armatur. Ist auch schick animiert. Blinkerhebel selber ist dann nichts animiert. Schade irgendwie. So, es geht mal wieder ins Tagesgeschichte wieder über. So. Sind wir nochmal hier drin? Ja, sind wir nochmal Simplicity. Da sehen wir hier die Animation von dem, was davor eigentlich ist. Das ist halt schade, dass das hier, also bei dem. Bei der Kabine nichts davon verbaut worden ist. Leider. Und dass hier leider nichts funktioniert. Schade irgendwie. Wir haben hier ein CB-Funkgerät noch drin, wie ich sehe. Hinten leider geht auch nichts auf. Das ist wirklich schade. So finde ich den Mod wirklich sehr schick. Sehr toll. Bisschen groß von der Dateimenge, weil er hat fast 60 MB. Aber naja, da muss jeder für selber wissen, ob er so einen großen Mod reintut. Weil große MB heißt nicht, dass es unbedingt Qualität ist. Da sieht man jetzt hier, sind einige Sachen sind gar nicht mal drin, was nun mal reingehören. Tja, deswegen also. Ich hoffe, euch hat trotzdem hier mein Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen natürlich über einen Daumen nach oben. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.